Sieht schon fies aus. Ein bisschen, ne? Gut, da komme ich wahrscheinlich nicht rein. Nee. Ich muss erstmal hier die komischen Dichtdinger da kaputt machen. Du bist ja groß. Du kannst einfach mit dem coolen Schwert arbeiten. Falle. Mit dem Auge kann ich nichts anfangen, oder? Ja, das hat jetzt schon zu, ne? Ich würde trotzdem mal drauf schießen. Dann kriege ich den Ton irgendwie kaputt. Schalter drunter. Hab ich gesehen. Hast du gesehen? Ja klar. Dann ist ja gut. Das Auge ist immer noch zu, ne? Soll ich trotzdem mal drauf schießen? So. Woher wusstest du jetzt, dass du mit Mama gegenhauen musst? Ich habe eigentlich gehofft, der geht dann kaputt. Also okay. Was ist jetzt passiert? Keine Ahnung. Tür war wahrscheinlich. Oh! Aha! Okay. Der hätte dir. Ein kleiner Herzinfarkt. Aber nur ein kleiner Herzinfarkt. Mein Gott noch! Den könntest du jetzt dafür nutzen, damit er dir das kaputt macht. Damit dem. Ja, aber will ich, glaube ich, eigentlich gar nicht. Willst du eigentlich, glaube ich, gar nicht, aber wäre jetzt schon cool, ne? Außerdem könntest du ein bisschen gegen den trainieren. Muss? Nee, muss nicht. Wäre besser? Weiß nicht. Kommen viele? Ja, die sind schon gern genommener Gegner, aber muss jetzt nicht. Hey, gut, komm, mach mal. Mach mal. Mach mal. Einfach mal, aus Spaß. Ja, mal gucken, ob ich wieder Grip hab. Schweißausbruch plötzlich, ja? Ja. So. Dann machen wir hier sofort kaputt. Er fetzt sich da durch. Und darunter ist der Schalter, den du eben getroffen hast. Elegant weggerollt. Die Katze der Ärzte. Ja. Ja, wenn ihr schon ausholt, dann ist es echt schwierig. Dann würde ich lieber direkt zurückgehen. Genau, und dann lieber angreifen, wenn er mit seinem Angriff gerade fertig ist. Weg, weg, weg. Ja. Immer haarscharf. Und die drüber. Nächste Fee. Ich mag die übrigens nicht. Die Feen? Nee, die Kämpfer da. Ja. Die sind doch nett. Na guck mal, schon Rüstung weg. Wenn die keine Rüstung mehr haben, dann drauf. Dann tut denen das wenigstens ein bisschen was. Da guck mal, 3 Rubine. Was willst du eigentlich mehr? Und ein Schalter, den du schon wusstest, dass der da ist. Okay, ein kleiner. Batsch und kaputt. Eine Kiste. Ah, ich glaube, du brauchst jetzt hier Krabbelminen im Raum. Ist es? Ja, aber da kann ich auch mit dem Pfeil gegen, oder nicht? Ne, ich glaube, kommst du durch das Gitter durch? Ich weiß gar nicht, ob der nicht einfach dran hängen bleibt. Aber versuch's. Hm. Oder mit dem Hammer durch. Ein Stück tiefer, ein Stück weiter rechts noch. Ja. Du bleibst an den Eisenstäben hängen. Hab ich genau gesehen. So, heiß? Einfach so loslaufen lassen. Eigentlich ziemlich gut aus, genauso.
Und schon ist er auf. Auch das kommt da nicht durch. Dieser Verarsche. Und Eisenstäbe, die sind undurchdringlich. Ja, genau. Katjuna. Und mir nichts übrig gelassen? Sau. Was ne Sau. Ich habe schon so einen Schreitypen gehört. Hymne der Sonne. Rechts runter hoch. Ja, vielleicht musst du ja gar nicht alle umbringen. Rechts. Runter, hoch. Und rechts und runter und hoch. Und rechts und runter und hoch. Und rechts und runter und hoch. Okay. Alle kaputt. Alle. Ah, ein paar Sonnen. Du kannst auch einen anbieten. Okay, du jetzt noch erst an. Okay, hat geklappt. Alles ganz ruhig. Ganz, ganz gut. Geh erstmal in Ruhe hin. Visier den an. Kann ich ihn nicht anvisieren. Doch. Du musst halt ein bisschen näher. Ein bisschen was riskieren. So. Jetzt mal umgucken. Du brauchst irgendwie Licht. Hier ist bestimmt irgendwo ein Loch. Da. Womit ist das zu? Spinnennetz. Okay. Mit Magie. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Hymne der Sonne spielen würde, müssten dann nicht alle Sonnen reagieren? Nee, es wird ja nicht hell, nur ganz direkt bei dir hell. Wenn du das auf einer Sonne spielen würdest, dann würde das vielleicht funktionieren. Moment. Wie hat dann der Zombie, der da unten in der Ecke saß, über Magie, wo eine Wand zwischen war? Nicht über Licht, über Magie. Willst du mich verkackeiern? Ein bisschen. Okay, du weißt es halt selber nicht, ne? Ja, da muss halt echtes Sonnenlicht gegen. Und, bei Zombies reicht auch Magie-Sonnenlicht. Ist jetzt hier, wenn ich eine falsche treffe, ist kacke? Stirbst du wahrscheinlich, ja. Kriegst eine Kiste für. Fiese, fiese Kiste. Mit einem Schlüssel drin. Ich glaube, so falsch war die nicht, die Kiste. Na gut. Machen wir weiter. Ja, mach alle, du machst jetzt sowieso alle. Die habe ich nämlich auch gesehen. Willst du mich verarschen? In irgendeiner Kiste ist doch bestimmt wieder so ein fieser Eispuß. Da hast du jetzt Angst vor, ne? Bisher hast du dich immer gemütlich zurückgelehnt, wenn es ans Kiste aufmachen ging. Und jetzt hast du vor jeder Kiste Angst. Gibt's nichts für. Okay, bei den hohen gibt es immer eine Kiste und bei den niedrigen gibt es nichts. Ich glaube, so wird es weitergehen. Ein Herz, ein super Herz. Brr, brr. Nein, du bist dran. Das muss schon wieder ankommen. Ja, wenn du ein Stückchen weiter hinten stehen würdest. Aber jetzt bist du nur noch ein Stück näher rangegangen. Oh, komm, geht noch von oben. Lauf, lauf, lauf! Alle Knöpfe auf einmal. Bleibt der jetzt weg? Ich glaube, ja. Aber ich würde bei so einem Gegner auf gar keinen Fall umdrehen. Weil der ja irgendwann runterkommt und wenn du genau in dem Moment umdrehst, dann hat er dich. Ja, weißt du, warum ich das jetzt gemacht habe? Nee. Weil als... Moment. Jetzt. Als ich in dem komischen Raum war mit der Frau oder mit der komischen Statue, die die Hände so hatte, bin ich zwischendurch, wenn der runterkam, unter die Hände gelaufen anscheinend. Da warst du sicher. Und dann kam der nicht. Ja. Und dann war ich sicher. Ja, ist klar. Da bin ich gerade Richtung einem anderen Raum gegangen, durch einen Tunnel. Ja, aber in den Tunnel kommt der. Ja, genau. Ja, genau. Kannst mir nicht sagen. Doch, kann ich. Nee. Hast du gehört. Hab ich hingekriegt. Die Titanhandschuhe. Du fühlst dich noch größer. Du fühlst noch größere Kraft in den Armen. Du packst schwere Dinge mit A. Gut, dann möchte ich gerne raus und das mal testen. Ja, ich würde durch die Tür gehen, weil du bist wahrscheinlich jetzt fertig. Das ist ja wieder so eine Tür mit Zeichen dran. Das ist das
wo das Kraftfeld seine Energie herbezieht. Da sind die Dekonüsse gekommen. Hm. Die braucht man oft. Was mache ich damit? Gegenschlagen, kaputt hauen, irgendwas. Ah, okay. Nicht drankommen. Hast du in letzter Zeit eine neue Waffe gekriegt? Ja, die Handschuhe. Nee, davor, um irgendwie Böses kaputt zu machen. Aber ich habe Dekonüsse hier in dem Raum bekommen. Ich brauche bestimmt eine Dekonuss. Oder das. Das mache ich die zweitstärkste Waffe. Das ist die Dekonuss. Das Geistersiegel ist gebrochen. Streng dich an, Kleiner. Geistersiegel. Und? Hm. Wird schon schwächer, das Magiefeld. Und so schwächst du das jetzt Stück für Stück. Da kommst du her. Hm? So ein Tempel auf Raten. Stück für Stück. Direkt die neu gewonnene Kraft ausprobieren. Oh Gott. Andere werden geplatzt. Was hast du gesehen? Da oben gerade was Komisches. Ich weiß nicht, ob es ein Grafikfehler war oder irgendwas. Ein Grafikfehler in diesem High-End-Spiel. Ja, was ist das? Steine, Reste vom Schloss. Wie Reste vom Schloss? Ja, hier so wieder so Statuen rumliegen und sowas. Und Säulen liegt da einfach nur rum. Ich hätte gerne einen Zoom-Blick. Einen Zoom-Blick? Ja. Damit sehen kann, was das ist. Ja, klar. Wie, ja, klar. Madame hätte gerne einen Zoom-Blick. Dann kann ich die Steine hier nicht hochheben. Weil du zu schwach bist. Nee, Aktion. Okay. Bist nicht mehr zu schwach. Bams! Aktion! Feuerhalk hier, Feuerhalk. Kannst du damit gehen? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht oder kann ich nicht? Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Und probierst du aus? Drehen? Auch nicht. Kannst nur hochheben, wegwerfen. So, und das Ding? Leck mir Arsch! Leck mir Arsch! Und jetzt? Weg! Einfach mal da hinten gelegt. Ja, ja, klar. Ich geh da mal durch, ja? Nee, willst du nicht machen. Warum? Doch, mach. Ja, klar, mach! Und sagst dann nee! Nicht vor. Eine Feenquelle! Aber nicht so eine, die ich brauchen kann. Was? Ja, ich brauche eine mit kleinen Feen, damit ich mitnehmen kann. Ja, aber hier gibt es was viel Cooleres. Was gibt's denn hier? Ja, was viel Cooleres. Und zwar? Links, hoch, rechts gibt's hier. Ich meine, hier kriegst du jetzt doppelte Energie. Doppelte Energie oder doppelte Magie? Doppelte Energie. Doppelte Energie. Also doppelte viele Herzen, als ich hab. Mhm. Was denn? Wolltest du über sie lästern schon wieder? Nein. Ne? Die gucken mich aber kritisch an. Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee des Mutes. Ich verstärke deine Abwehrkraft gegenüber feindlichen Attacken. Sei bereit. Sei bereit für den Coup des Jahrhunderts. Sei bereit. Da, 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 da. Aha. Deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Gegnerische Angriffe fügen dir ab jetzt nur noch halb so viel Schaden zu. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Kannst du meine Flaschen auch auffüllen?
Ja, ich glaube, Feen gibt's hier nicht. Das ist ganz schön doof. So. Tüm-tüm. Wieder rein. Mal hin. Wieder da rein. Ah ja, hier war ja irgendwo eine Brücke. Nehmen wir doch die. Wie kommt der denn hier rein? Und seine ganzen Schergen. Der ist schon da drin. Der ist da natürlich rein, bevor der die Brücke kaputt gemacht hat. Außerdem kann der fliegen. Wieso kann der denn fliegen und ich nicht? Ich bin doch der Held der Helden. Du hast doch hier die Schuhe. Den kannst du das auch. Ja, aber doch nicht so weit. Ja, das stimmt. Den hast du. Den habe ich. Ansonsten hast du die freie Auswahl. Dann mach ich doch jetzt mal grün. Oder ist grün kacke? Grün ist Wald, das ist total die. Das ging flott. So, jetzt nochmal das Ganze. So weit weg. Bitte. Naja. Hätte das. Ich sehe was. Haben die mir nichts hier gelassen? Doch, da oben. Hm. Wann komme ich da hin? Fliegen. Genau den Pixel ausgesucht, wo er sich nicht festhalten kann. Ich glaube, du musst nochmal neu. Ja. Aber dann macht es ja wahrscheinlich Sinn. Schon mal die Schüchen anzuziehen. Damit ich nicht wegfliege. Zweiter Schlüssel. Dü-düm. Jetzt kann nichts mehr passieren. Ich weiß gar nicht, wo der erste war. Den hast du irgendwie mitgebracht aus dem anderen. Wo sie halber. Das kann nicht jeder, ne? Das sieht nach einer Menge Spaß aus. Gesehen. Doch. Ein Pust. Auf das Auge? Ja, natürlich. Mist. Kiste. Oh, da ist eine Kiste. Die wurde gerade angezeigt, dass sie da kommt. Ach, war das die? Pfeile. Sind mir so was Tolles? Ich habe auf der anderen Seite auch was gesehen. Muss ich ein Feuerding drauf werfen, oder? Schießen würde ich, aber. Ja, werfen kann man auch mal versuchen. Kann man mal machen. Funktioniert aber wahrscheinlich nicht. Ein Stück weiter rechts. Nicht so weit. Ja. So? Ja, ganz kleines Stück links. Ja. Volltreffer. Nächste Kiste. Da vorne. Zwischen Steinding und. Jo. Es ist ein bisschen weit, aus dem Mystery nix. Das wollte ich auch nicht. Glaube.
Der steht im Weg. Entweder bleibst du an dem hängen. Ach ja, muss ja. Ne? Ist, die Kiste sollte eigentlich gehen, aber wahrscheinlich bleibst du hängen. Moment, da. Nö. Nö, der Raum ist so. Mehr gibt's nicht. Du könntest ja, wenn du jetzt ein bisschen weiter links stehst, nochmal versuchen, ob du da dran kommst. Kann ich vielleicht ein Lied spielen? Da oben ist so ein Klotz, wo du ein Lied spielen kannst, aber das hört er von hier nicht. Ich würde Bomben mitnehmen. Ich mich da jetzt rüber schieße. Okay. Ich meine ja nur. Ja, ja, bleib einfach so. Und dann nimmst du die Bombe mit, die da liegt. So. Und nicht runterfallen. Okay, noch mehr Bomben. Wenn ich jetzt Bomben auswähle und die darüber werfe. Du musst ein Stück gehen. Aber nicht zu weit. So, kann man machen. Das geht bestimmt mit dem da unten auch. Ja, ein Stück weiter an den Rand muss ich trauen. Warum? Ja, weil die nicht weit genug fliegen. Da. Ach, nochmal. Das war aber ganz knapp. Aber gepasst. So. Nur dann müsstest du eigentlich rüberrennen können. Aber nicht so, oder? Doch, auch so. Aber du kannst auch die Flugstiefel nehmen. Gleitstiefel, nicht Flugstiefel. Du musst nur auch anhalten. Ich weiß genau, warum ich die nicht mag. Mhm. Die ziehe ich jetzt auch lieber aus. Mach ich Knös. Da ist ein Schalter. Mhm. Aber ich habe keine Kiste für da drauf. Mhm. Kommt wahrscheinlich von oben dem Klotz runter, oder? Vielleicht. Ich würde aber erstmal genau, die kaputt machen. Bevor die irgendwann in den Rücken schießen. Da ist ein Punkt zum Hinschießen. Ich sehe meine Plattform nicht. Das ist schlecht. Bombe werfen. Bomb. Oh. So. Der lässt Bomben fallen. Ja, hüpf. Diese. So. Ist da was drin? Ach nee, das ist das Auge. Das, ja. Das leuchtete gerade da oben so. Ich dachte, Moment, was ist da hinten? Guck mal hoch. So ein Stein. Ist da was drauf? Vielleicht. Vielleicht. Ja, irgendwo muss ich ja jetzt so eine Kiste her. Ist da was drauf? Vielleicht. Herkriegen. Ja, ich würde ja sagen, erstmal darüber. Worüber? Zu dem da? Ja, das ist ein bisschen höher. Oder fliegt Navi von hier aus schon dahin? Wohin? Ja, doch, doch. Ah, doch. Jetzt. Vielleicht noch ein kleines Stück gehen und dann mal spielen. Ja, so reicht. Noch zu uns fällt es runter. Rechts. Ah, runter rechts. Okay. Okay. Hast du was getan? Nein, natürlich nicht. Gut. Soll ich vielleicht unten auf den Klotz mal drauf? Und wenn du da so hinkommst, ohne... Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst, dass du runterfällst, ne? Ich auch. Gut, was mache ich jetzt? Nicht runterfallen. Also versuchen, dahin zu kommen. Ja, aber nicht runterfallen.
Okay, ist mit Flugstiefeln sicherer? Nee, so wie du gerade damit gehüpft bist, nicht. Könnte es sein, dass das genau die richtige Entfernung ist? Oder von dem anderen Klotz da vorne, vor der Tür. Also ich weiß nicht, ob die Entfernung besser ist. Erstmal wieder zurück. Von mir aus. Du musst den Raum nochmal machen, wenn du runterplumpst. Ich weiß noch nicht, ob der ist nicht an der Wand, ne? Ich glaube, man kann von allen Seiten runterfallen. Weiß ich nicht. Oder du gehst erst da hoch, wo das komische Auge ist und machst das kaputt. Okay. Gott, oh Gott. Soll ja spannend bleiben. Ja, ist. Ich habe noch keine Bomben. Das ist schlecht. Liegt so eine Ocarina am Weg. Drüber. Vorsicht, die sieht dich. Nicht so nah. Du warst doch eben schon zu nah. Jetzt bist du noch näher rangerannt. So. Wo war der eigentlich Plan? So, wenn du jetzt da ganz an die Kante gehst. Ja. Ja. Und dann nochmal das Liedchen. Und jetzt nochmal versuchen. Hoch noch nicht. Echt da hoch. Ja, die wollen wahrscheinlich, dass du da auf das komische Ding gehst und dann erstmal abkackst. Ne? Halt das mal gedrückt, das Anvisieren. Dann können wir gucken, wann der pustet. Also hüpfst du drauf und sobald du drauf bist, Eisenstiefel. Mhm. Okay. Gott. Ja. Mhm. Jetzt. Jetzt also viel näher geht's nicht mehr. Man weiß was nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass näher nicht mehr geht. Jetzt. Was passiert? Hä? Ist es runtergekommen, ein Stück, oder? Und da ist so ein Ding. Was ist das? Ja, das ist so ein Viech, was da lebendig wird und entgegenhaust. Das könnte man aber schön auf den Schalter stellen. Spiel mal nochmal. Weil wenn jetzt hier. Nee. Wenn jetzt wieder weggeht, müsste der runterfallen. Hoffentlich. Hoffentlich ist auch direkt auf den Schalter drauf, ne? Jo. Da. So, warten. Dann die anderen Schuhe und dann rüberspringen. Mhm. Das Kamera schon mal hinter dich. Ah, nee. Dann siehst du den. Doch, siehst du noch. Oh, der ist noch nicht zu Ende. Nee, warte. Jetzt. Nicht, dass er dich mit dem letzten Kraftpust runterschiebt. So. Und durch die Tür. Da. Easy. Magie. Musst du eh mit dem Bogen schießen. Ziemlich einfallslos, ne? Bist einfallslos? Du hast die Waffe doch gerade erst neu gekriegt. Muss man die ein paar Mal ausprobieren. Blup. Das Waldsiegel ist gebrochen. Beeil dich, Link. Mit Ducki? Mach ich.